Hallo zusammen. Oh mein Gott, es ist lang her, seit ich ein Video aufgenommen habe. Und das ist nicht so, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte oder weil ich gelangweilt wurde oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil unglaublich viel passiert ist. Ich hatte ja einige Projekte schon angekündigt, aber in den letzten 2 Monaten habe ich 2 Filme gedreht, war 2 Wochen lang auf einer Ferienfreizeit, wo ich insgesamt in der ersten Woche 160, in der zweiten Woche 40 Kinder mitbetreut habe. Ich habe mein Jahr Bundesfreiwilligendienst beendet. Ich habe noch eine Audition gemacht und bin jetzt nochmal bei einem neuen Projekt dabei und ich muss sagen, es war einfach alles sehr viel. Ich bin auch krank geworden, ich war echt fertig. Und dann habe ich natürlich irgendwie YouTube ein bisschen vernachlässigt. Aber dieses Video ist einfach dazu da, schnell zu sagen, hi, ich existiere noch. Ich fahre heute Nacht um 1 in den Urlaub. Es ist 7. Deshalb, dieses Video hat kein Skript, nichts. Wir haben vor 3 Tagen aufgehört, meinen zweiten Film zu drehen. Und ich habe gefühlt keine Zeit für nichts, aber ich wollte mich einfach einmal melden, einmal kurz sagen, was ich getan habe und was so der Plan für die Zukunft ist. Weil jetzt die nächsten 2 Wochen wird wahrscheinlich nochmal kein Video kommen, aber dann habe ich vieles vor und ich freue mich auf jeden Fall schon, wieder Videos aufzunehmen, weil ich merke gerade, wo ich vor der Kamera sitze, dass ich es schon einfach vermisst habe. Auch wenn ich natürlich vor einer ganz anderen Kamera dann stand dafür. Okay, also, das ist ganz ohne Skript und wahrscheinlich unedited, weil ich keine Zeit habe. Deshalb, was habe ich getan? Zuerst, ich hatte ja Bundesfreiwilligendienst bei Cantemus Regensburg und wir haben beschlossen, weil wir keine Musicals aufführen können, drehen wir einen Film. Und da war ich sehr, sehr stark mit beteiligt, sowohl davor im Prozess, wie das entstanden ist, so ein bisschen beim Drehbuchschreiben habe ich mit reingeschaut, auch wenn ich nicht geschrieben habe. Dann habe ich ganz, ganz viele Proben gemacht und geleitet mit den Kindern, die es dann am Ende gespielt haben. Und am Ende hatten wir für einen Spielfilm nur 7 Drehtage, was absolut verrückt ist. Und ich war die Person, die die Drehpläne geschrieben hat und die on set so ein bisschen den Überblick hatte, was wir jetzt wann drehen, was welche Szene ist, und wie wir das alles durchbekommen. Und das waren am Ende 3 furchtbar anstrengende Wochenenden, die mir sehr, sehr viel über Stressmanagement beigebracht haben. Und das Ganze war eine Erfahrung, über die ich auf jeden Fall noch mehr reden will, weil ich glaube, ich habe super viel gelernt und möchte was davon weitergeben. Aber ich war echt oft kurz vor dem Zusammenbruch. Und einmal bin ich dann auch zusammengebrochen, Gott sei Dank nach dem Dreh. Naja, und dann ging es direkt weiter. Der Cantemus-Korb fährt jedes Jahr nach Finstergrün, nach Österreich, auf eine Ferienfreizeit mit einem Haufen Kindern. Und da war ich dann 2 Wochen. Und man muss sagen, das sind einfach furchtbar viele Leute. Ich bin relativ introvertiert. Für mich ist das an sich schon anstrengend. Und dann bist du trotzdem immer unterwegs. In der zweiten Woche hatte ich ein Zimmer, Kinder zu betreuen. Und ich habe in beiden Wochenenden zum Beispiel den bunten Abend moderiert und organisiert, dass da alles da ist. Und in der zweiten Woche habe ich auch was gesungen beim Songabend. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist für Leute, die den Cantemus-Chor nicht kennen. Aber ich will einfach sagen, ich war beschäftigt. Und dann bin ich nach Hause gefahren, wieder nach Regensburg. Und am Tag danach bin ich an den Tegernsee gefahren, um mit Dreaming on Film mein zweites Filmprojekt in diesem Jahr und in meinem Leben durchzubringen. Da hatte ich ja schon mal drüber geredet, da wurde ich als eine der Hauptrollen gecastet und war einfach super gespannt, wie es ist, vor der Kamera zu stehen. Und auch wenn es anstrengend war, hatte ich einfach super viel Spaß. Es war nicht so stressig wie mein anderer Filmdreh. Und vor der Kamera stehen macht mir natürlich super viel Spaß. Das ganze Team war mega lieb, mega nett. Meine Mitdarsteller und alle, die hinter der Kamera waren. Es war einfach super schön. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich die ersten paar Drehtage verpasst habe, weil ich eben
arbeitsmäßig verhindert war. Aber ich hatte auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und ich bin aber auch ganz froh, dass wir nach 3 Drehtagen am Tegernsee auch wieder nach Regensburg gefahren sind. Und ich zumindest zu Hause sein konnte. So 2 Stunden am Tag plus die Nacht. Genau, und jetzt sind wir seit ein paar Tagen fertig. Um ehrlich zu sein, ich habe weder wirklich realisiert, dass wir begonnen haben zu drehen, als dass wir aufgehört haben zu drehen, weil es war irgendwie schon viel und es war so spaßig und es ging alles so schnell und es gab so viele Leute und du hast dich unterhalten und ha, es war einfach, aber es war toll. Großes Shoutout ans ganze Team. Natürlich bei dem ganzen Rumgemache habe ich auch nicht geschafft zu vloggen, beziehungsweise ich habe mich auch einfach nicht wirklich getraut, weil mir vor Leuten vloggen immer noch ein bisschen unangenehm ist. Ich hoffe, ich kann mich dran gewöhnen, aber da dachte ich mir, wenn eh schon Stress ist und Sachen, will ich nicht auch noch mit meiner Handykamera durch die Gegend laufen und Leute nerven. Naja, aber auch dieses Filmprojekt ist nochmal ein Thema für ein ganz anderes Video. Aber jetzt bin ich bereit, tatsächlich in Urlaub zu fahren und mich versuchen, so ein bisschen zu entspannen. Ich war mit meiner Familie weg, nach Italien und danach geht's ja gleich los. Ich habe netterweise durch meinen jetzigen WG-Partner, der auch mit mir im Jahrgang ist, eine Wohnung gefunden in Sulzbach-Rosenberg. Ich werde umziehen, ich werde meine ersten Tage an der Schule haben und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ach ja, und ich hatte auch noch eine Audition. Und zwar bin ich jetzt bei Musical Minds, der Musical-Theatergruppe von der Uni Regensburg dabei. Also, falls euch sowas interessiert, checkt's aus. Die haben jetzt auch bald ein Konzert. Ich bin mir sicher, das wird ganz cool online. Also folgt ihnen auf Instagram, schaut, was da los ist. Ja, jetzt habe ich sehr viel gelabert. Ich hoffe, es ist irgendwie sinnvolle Information. Ich freue mich einfach drauf, jetzt in Zukunft wieder regelmäßig Content zu produzieren, weil es mir wirklich eigentlich Spaß macht und ich es ein bisschen vermisst habe. Was als nächstes kommt, sind natürlich Videos über die Sachen, die ich jetzt gemacht habe und was ich daraus gelernt habe und was man vielleicht so weitergeben kann, weil Film schon nochmal was ganz anderes ist als Schauspiel. Dann will ich ein bisschen, dass ich über Tanzen reden, weil ich tanze erst seit einem Jahr, aber ich glaube, ich habe vieles gelernt und möchte einfach ein bisschen über meine Erfahrung reden. Dann will ich natürlich auch mal wieder Covers releasen. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Und ja, ich glaube, da kommt viel Interessantes. Ich werde natürlich auch berichten, wie es in Sulzbach-Rosenberg an der Schule ist. Ich werde euch versuchen, auf einen Tag mitzunehmen, sobald ich mich traue. Und dann hoffe ich, ihr bleibt dabei, ihr abonniert, ihr drückt die Glocke, und schaut euch an, was alles noch so passiert. Aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Nicht vom YouTube, sondern von der Welt. Und dann sehe ich euch so bald wie möglich wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao.